Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Es gibt viele Animationen und Interaktionen zwischen Dinosauriern, die mir in dem Spiel fehlen. Und in diesem Video möchte ich mal versuchen, mit Hilfe von Mods, es gibt hier nämlich ja diese Dinosaur Control Toolbox mittlerweile, da kann man denen ja Befehle geben und dafür sorgen, dass die Animationen ausführen an bestimmten Stellen und sowas und zu bestimmten Zeiten. Und genau mit diesen ganzen Sachen hier möchte ich mal heute ein bisschen rumspielen und versuchen, so die ein oder andere Animation ja ungefähr hinzubekommen, dass es gut aussieht, die mir im Spiel fehlt. Und wir fangen mit einer ganz interessanten Animation an, nämlich die kennt man auch aus dem Film. Ich möchte nämlich versuchen, dass der Mosasaurus einem Pteranodon aus der Luft in das Wasser zieht. Das wäre so das Ziel jetzt als allererstes. Das versuchen wir jetzt mal. Dafür holen wir erstmal einen Mosasaurus her. Können wir auch den Skin noch ein bisschen anpassen. Ich mache den mal ein bisschen heller, dann sieht man das, glaube ich, besser. Oder so. Da haben wir einen schönen Kontrast zum Wasser. Dann nehmen wir den doch. Das ist doch super. Genau, den müssen wir jetzt einmal direkt stoppen. Das können wir nämlich direkt mit Mods machen. Da kann ich nämlich einmal dem den Befehl geben, dass er idelt. Jetzt bleibt er schon mal in der Luft stehen. Das können wir uns dann gleich zum Vorteil machen, auf jeden Fall. Und das Ziel ist gleich, dass wir den im richtigen Moment, weil man kann ja auch die Zeit und sowas einstellen, halt umfallen lassen. Wenn der Moser rausspringt, dass er dann ins Wasser fällt. Das werden wir dann gleich mal ausprobieren. Da bin ich echt gespannt. Jetzt steht er erstmal wieder auf. Das sieht ja seltsam aus. Okay, jetzt ist er ein bisschen gedreht, aber das macht gar nichts, weil wir können den auch gleich einfach mit Mods rotieren. Also von daher ist es nicht schlimm. Wir können den genauso ausrichten, wie wir ihn brauchen. Aber erstmal brauchen wir jetzt einen Highfeeder. Ich habe das übrigens nur so ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob das zu 100% klappen wird. Aber ich habe halt so ein paar Animationen im Kopf, die ich heute versuchen möchte nachzustellen. Ich bin echt gespannt, ob das Endergebnis am Ende gut wird oder nicht. Ich mache jetzt den Moser nämlich auch noch hungrig. Das geht nämlich auch. Man kann nämlich hier das Ganze, den Hungerwert auswählen und dann niedrig machen. Schon hat er Hunger und geht dann auch gleich hier zum Highfeeder. Jetzt rastet er hier in die Animation ein. Das ist sehr gut. Ich drücke jetzt Pause. Und jetzt müssen wir uns den Pteranodon schnappen und genau an die Position von den Hai platzieren. Das ist zumindest der Gedanke dahinter. Ja, machen wir mal genau so. Ist eigentlich schon ziemlich perfekt. Und dann würde ich das, was ich gerade gemacht habe, diese Todes-Ragdoll-Animation mit einem kleinen Delay auf den Pteranodon ausführen. Und ich hoffe einfach gleich mal, dass das vom Timing passt. Dann müssen wir jetzt so ein bisschen testen. Der ist jetzt gerade da unten. Na, wir probieren es aus. Das ist jetzt der erste Versuch. Vielleicht haben wir direkt Glück. First try. Ich mache jetzt das Ding hier weg. Und jetzt machen wir uns eine gute Kameraperspektive und schauen uns das Spektakel an. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn das jetzt nice aussieht. Ja, getroffen hat er ihn gut, aber die Animation kommt viel zu spät, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir müssen das viel früher aktivieren. Interessant, aber könnte echt gut aussehen, ne, wenn wir es richtig timen. So ist, glaube ich, ganz gut. Und dann würde ich den jetzt schon mal den Befehl geben. Wieder mit einem kleinen Delay. Das ist leider das Minimum hier. Ich weiß gar nicht, ob man den Wert noch umstellen kann. Ich glaube schon. Aber wir probieren es jetzt einfach mal so aus, würde ich sagen. Mach hier mal wieder den kleinen Delay rein. Aktiviere das auf den und jetzt testen wir das Spektakel. Ich bin sehr gespannt. Kommt jetzt. Wir müssen halt jetzt warten, bis er einrastet in die Animation. Oh nein, da ist er schon weggeflogen. Ach so, ein Mist. Warum denn jetzt so früh? Na ja, okay, haben wir auch wieder verpasst. Das ist gar nicht mal so einfach, das richtig zu timen. Okay, es war noch ein bisschen zu spät, als er abgestürzt ist. Aber ich hätte ihn noch ein bisschen niedriger platzieren können. Er hat ihn nicht ganz perfekt getroffen. Das war fast perfekt. Oder sehr perfekt. Leider hatte ich nicht die richtige Kameraperspektive.
So, jetzt wird es interessant. Ich habe jetzt nochmal einiges umgestellt und das müsste jetzt eigentlich einigermaßen funktionieren. Er rastet jetzt in die Animation ein. Wir warten noch kurz, weil diese Animation, die dauert genau 7,5 Sekunden. Und ich habe jetzt nochmal in den Einstellungen bei Modding, hier diese Regler kann man da umstellen, das ist ganz praktisch. Das heißt, jeder Delay-Step, den ich gleich einstelle, also jedes Mal, wenn ich hier diesen Regler regle, das sind 2 Sekunden. Ich habe jetzt schon ein bisschen Zeit vergehen lassen, das heißt, wenn ich jetzt 6 Sekunden Delay mache, könnte das klappen, weil es klingt komplizierter, als es gleich dann im Endeffekt ist. Aber ich habe zum Beispiel auch nochmal den Pteranodon getauscht. Das ist jetzt hier eher der aus Jurassic World. Vorher hatte ich ja diesen hier. Das ist ja der Jurassic Park Pteranodon. Das passt ja gar nicht. Deswegen nehmen wir jetzt den hier und hoffen jetzt einfach mal, dass mein Plan aufgeht. Das müsste jetzt zeitlich ungefähr passen. Wenn es kein ganz perfektes Ergebnis ist, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache es passt einigermaßen, dass es cool aussieht. Ich will ja auch noch weitere Animationen darstellen und nachstellen. Und jetzt nicht nur diese eine machen. So, und jetzt müssen wir nämlich das Ragdoll gleich anmachen und 3 Schritte. Und jetzt 6 Sekunden. Und das klappt dann hoffentlich. Drückt die Daumen, Leute, dass es funktioniert. Ich habe jetzt schon viele Versuche gemacht. Viele habe ich auch gar nicht reingeschnitten. Aber ich lerne so auch gerade ein bisschen das Tool. Dann können wir dann bei weiteren Animationen und so uns das auch zunutze machen, dass wir uns ein bisschen besser auskennen. Machen jetzt mal noch eine coole Kameraperspektive. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass der Zaun da mit drin ist, so ein bisschen. Ich glaube, so finde ich ganz cool. Ja, so sieht cool aus, wenn dann der Moser da hochschießt. Und dann starten wir das Ganze mal. Drückt die Daumen. Könnte funktionieren jetzt. Ist ein bisschen zu früh abgestürzt. Ganz, ganz bisschen. Und jetzt? Okay, besser kriegen wir es nicht hin. Also das war schon sehr perfekt getimed. Wie der dann wegfliegt und so, das können wir nicht beeinflussen. Aber es sah schon so aus, als wenn der Moser sich den Pteranodon runtergeholt hat. Da bin ich sehr zufrieden mit. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die nächste Animation, die ich mir überlegt habe, wäre mit einem Flugsaurier. Und zwar mit dem Quetzal oder mit dem Tropiognathus. Wir testen mal eben die Animation, würde ich sagen, von denen. Welche cooler aussieht. Quetzal würde ich persönlich besser finden, aber ich weiß halt nicht, was die so für Animations machen, wenn ich jetzt... Na, das war falsch. Das war auch falsch. Das ist richtig. Nämlich gibt es hier diese Breakout-Animations. Attack Fans. Attack Fans Fail. Okay. Die können wir mal testen bei denen, wie das aussieht. Wir fangen mal mit Attack Fans an bei beiden. Okay, die fliegen einfach nur gerade. Und dann kommt ein Sound. Ah, das ist, wenn die da durchbrechen, ne? Deswegen fliegen die so gerade. Testen wir mal die Animation. Oh, okay, das ist interessant. Der piekt so richtig schön nach unten. Das können wir uns zunutze machen. Das heißt, wir nehmen den Quetzal auf jeden Fall. Und verschwindet der mal. Weil ich habe vor, dass der was attackiert. Und zwar eine Attraktion. Und keine geringere als die Ballontour. Das ist zumindest der Plan. Gucken, ob wir das gut hinkriegen. Der Ballon kann leider nicht abstürzen. Also so weit kann ich es nicht treiben. Aber es sieht ja, glaube ich, schon ganz cool aus, wenn er dann da oben in den Ballon reinpiekt. Da ist nämlich der Ballon. Okay, die Position gefällt mir ganz gut. Wie er so reinpiekst. Das sieht ganz gut aus. Sieht ein bisschen komisch aus, wie er fliegt vorher, aber das geht leider nicht anders. Aber es geht ja nur um diese kleine Animation, wie er den Ballon angreift. Aber damit es noch ein bisschen dramatischer ist, machen wir nochmal eben anderes Wetter an. Nämlich einen Sandsturm. So, jetzt brauchen wir noch eine gute Perspektive. Und dann haben wir schon die nächste Szene im Kasten. Die war jetzt relativ einfach. So ist ganz cool. Und für die dritte Animation geht's wieder ins Wasser.
nämlich diesmal mit dem Kronosaurus. Da möchte ich nämlich gerne, dass der gegen so eine Viewing-Galerie gegenschwimmt. Das gibt es nämlich leider auch im Spiel nicht. Es gibt ja diese Viewing-Galerie, die Lagune. Und die haben zwar eine Animation, wie sie gegen die Lagunenwand krachen, aber es wäre doch cool, wenn die hier gegen krachen. Das hätte ich mir halt echt gewünscht, dass dann auch die Scheibe irgendwie so splittert oder so und die Leute Angst kriegen. Das hätte schon was. Ich werde jetzt aber erstmal kurz den Park hier bevölkern, dass da auch Leute sitzen gleich unten, wenn wir das hinbekommen. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das genau mache, weil wenn ich die Animation so auswähle, da haben wir halt das Problem. Ich kann es euch mal zeigen. Komm, mach. Ja, dass er es halt auf der Stelle macht. Seht ihr das? Er rammt zwar dagegen, aber er nimmt halt nicht so richtig Anlauf, wie er es normalerweise tun würde. Jetzt seht ihr mal die Animation, wenn die vernünftig ausgeführt wird. Er nimmt halt richtig Anlauf und knallt dann dagegen. Meine Idee wäre halt jetzt, entweder den Dinosaurier im richtigen Moment zu bewegen, also dass er hier gegen prallt, oder halt diese Beobachtungsgalerie zu bewegen. Das wäre halt schon cool, wenn er dann hier gegen die Glasscheibe kommt und da sitzen die Leute hinter. Kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht, wenn er hier gegen knallt oder sowas, dass wir das Ding bewegen oder ihn halt so ein bisschen. Das wäre echt nice. Nimmt Anlauf, das ist perfekt. Sollen wir es jetzt mal ausprobieren, ihn rüber zu bewegen? Das machen wir jetzt mal. Versuch mal, dass es auf der gleichen Höhe bleibt. So ungefähr. Ah, das geht nicht. Okay, warte, da müssen wir das Ding bewegen. Oh shit, okay. Da müssen wir aufpassen. Machen wir es mal so. Wenn das jetzt direkt klappt, wäre cool. Ah, das Problem ist, also sieht man dann halt die Lagunenwand. Nehmen wir die weg, indem wir da jetzt noch was hinplatzieren? So. Dann ist die Wall weg. Das könnte funktionieren, da bin ich jetzt gespannt. Wenn jetzt der erste Versuch direkt klappt, das wäre nice. Sieht ein bisschen komisch aus, weil wir hier unter Wasser jetzt sind. Shit. Das habe ich nicht bedacht. Ja, weil das Ding jetzt im Wasser ist, ne? Was ist, wenn wir es von außen filmen? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal so richtig schön nah rangezoomt. Mal sehen, wie es aussieht. Bin sehr gespannt. Ah, es war nicht perfekt platziert. Ich glaube, dann finde ich das mit der Animation vielleicht doch schöner. Weil das klappt ja irgendwie nicht so ganz. Ich werde es mal jetzt mir so angucken, wie es aussieht. Also wenn da so dagegen prallt, wir das von innen sehen, ist glaube ich cooler, oder? Finde ich jetzt schon nicer. Ja, wir testen es mal. Vielleicht bin ich damit ja zufrieden. Oh, er schwimmt da so ein bisschen durch. Das müssen wir nochmal korrigieren. Und das ist das Ergebnis, wenn wir es so machen. Finde ich gar nicht so schlecht. Könnte natürlich noch so ein Riss in der Scheibe entstehen, das wäre cool und ein bisschen lauter scheppern oder sowas. Aber das kann ich leider nicht einfügen. Und ja, Leute, das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da, dann kann ich gerne mal nochmal so weitere Videos machen mit anderen Animationen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.